Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht? Liebe Kommandofreunde, herzlich willkommen zu diesem schönen Donnerstag, zu einem richtig geilen Vlog. Ne? Ich hoffe, der wird sehr geil. Ich finde die Themen auf jeden Fall sehr cool, die ich mitgebracht habe für heute. Und ja, steigen wir direkt ein, ne? Weil ich habe echt viel zu erzählen und ich habe Angst, dass der Vlog total eskaliert. Und ja. Thema Nummer 1 ist nämlich, wir haben endlich das oder unsere beiden Retro USB AVS bestellt. Ne? Ihr wisst, das war unser Donation Goal in unseren Livestreams. Und das haben wir ja letzte Woche Donnerstag, ne? Völlig krank, haben wir das erreicht. Ne? Also, was ihr letzte Woche abgeliefert habt, Freunde, das war echt total unerwartet. Marcel und ich, ne, wir haben es im Livestream schon erzählt, ich mache es jetzt nochmal, ist mir egal. Im Livestream haben wir gesagt, wenn wir das im September erreichen würden, ja, Ende September, dann wäre das doch hammergeil. Ne? Und dann habt ihr in 2 Streams so krass euch da verausgabt, ja, und Donations geschickt ohne Ende. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das war total unerwartet und total krass und Dankeschön, 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 Dankeschön. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt endlich bestellt und zwar war das am Dienstagabend. Am Dienstagabend habe ich das bestellt, da ja, hatte ich nicht so viel Zeit, ne? Abends musste ich nochmal weg, also zwischen Arbeit und einem privaten Termin habe ich das gemacht, total abgehetzt und ich wollte nur das jetzt so schnell wie möglich bestellen. Wir hatten dann noch auf eine Info vom Verkäufer gewartet, ne, ob man da irgendwie mit dem Shipping da irgendwie was ändern kann. Und wir haben es einfach mal versucht, ne, weil Shippingkosten, da haben wir uns ganz schön auf den Arsch gesetzt. Ne. Die sollten nämlich 95 Euro kosten. Ey. Ja, und da haben wir, also, beziehungsweise, sorry, nicht 95 Euro, 95 Dollar. Ne. Und dann habe ich den angeschrieben und ja, die Antwort war, nö, kann man nichts machen und so weiter und so fort. Also haben wir das bestellt für insgesamt 470 Dollar. Ja, genau, 470 Dollar. Und ja, jetzt wird das ja dann wahrscheinlich noch beim Zollerino landen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was draufzahlen dürfen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns, ne? Das wird hammergeil. Denn dann, ja, dann können wir halt auch mal einen NAS-Livestream machen. Ne? Wie geil wird das denn? Ja. Dann, ja, dann geht es weiter mit einem anderen geilen Thema. Und zwar heute Abend gibt es einen Livestream. Ihr müsst aber leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Der Kommando Gottschalk Marcello, der kann heute nicht. Der hat leider keine Zeit. Ne? Deswegen ja, werde ich alleine da sein. Was ziemlich schade ist, weil ich bin richtig heiß darauf, mal die neue Internetleitung vom Marcel auszutesten. Wie sich das denn so im Stream bemerkbar macht. Ne, ihr wisst, der hat jetzt eine geilere Leitung als ich. Na, jetzt bin ich neidisch auf seine Leitung. Aber hey, so ist das nun mal. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt da so eine schnelle Leitung hat mit 100 Mbit down und 40 Mbit up. Das ist richtig krank. Das hätte ich auch gerne. Vielleicht gibt es das ja in meiner Area auch irgendwann mal. Aber momentan ist da leider nichts zu machen. Und ja, aber jetzt mal endlich zu den Details, ne, von dem Livestream. Ne. Der Livestream heute Abend wird total geil. Erstens freue ich mich total auf das Game, denn da habe ich schon, weiß ich nicht, vor Monaten angefangen, mir Trailer anzugucken und habe auf das Game richtig gewartet. Und endlich ist es da. Es ist Dead Cells. Ne? Also nicht tot verkauft, sondern tote Zellen. Ja, Dead Cells. Ne? Und ich habe es gestern Abend schon angespielt, schon zweimal. Kurz und es ist hammergeil. Also ich finde es so cool. Deswegen freue ich mich extrem, das mit euch teilen zu können. Und teilen zu können heißt jetzt nicht nur zusammen erfahren. Nein, Head Up Games spendiert uns eine Kopie, die wir verlosen können. Ja, die ist de facto noch nicht bei mir zu Hause angekommen. Die wird wahrscheinlich heute oder morgen in der Post sein. Aber nichtsdestotrotz verlose ich das heute Abend im Livestream. Ja, 20 Uhr geht es los. Merkt euch das schon mal, macht euch einen Termin in eurem Notizblock, ne? Dass ihr heute Abend 20 Uhr nicht verpasst und einschaltet auf NAS-Kommando. Ne?
Der Livestream ist schon geplant. Da könnt ihr auch die Glocke setzen hier für Set Reminder und so, ne? Kennt ihr alles und macht ihr auch alles. Ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass möglichst viele heute Abend dabei sind. Und teilt das mit euren Schwestern, Brüdern, Kindern, Schwiegermutter, ne? Die sollen alle zugucken und sollen alle mitmachen bei der Verlosung heute Abend. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Staplerfahrer Klaus, ne? Der hat sich schon angemeldet. Der ist auch wieder dabei heute. Und ich habe gesagt, wenn der heute nochmal gewinnt, ja, ein drittes Mal in Folge eine physische Kopie, dann höre ich auf damit, weil irgendwann glaubt uns das keiner mehr, ne? Also Staplerfahrer Klaus, solltest dir das überlegen, ob du mitmachst heute Abend. Nein, kleiner Spaß natürlich nur, ne? Die beiden Gewinne sind übrigens eingetroffen, ne? Hat er bei Facebook gepostet, dass die beiden Games angekommen sind und so. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, ja? So, dann eine News, ja, eine Neuigkeit, die ja eigentlich direkt mit NES-Kommando jetzt gar nicht mal so viel zu tun hat, aber indirekt später vielleicht schon, und da komme ich auch später nochmal zu. Und zwar heute Abend 18 Uhr auf dem Limited Game News Twitter-Account darf ich weltexklusiv das nächste Release von Strictly Limited Games announcen. Ja, wie geil ist das denn? Und die Jungs selber hauen diese Info erst morgen in ihrem Newsletter raus. Ja? Also heute Abend 18 Uhr bei mir auf dem Twitter-Account @LimitedGameNews bei Twitter. Ne? Ihr kennt das, ne? Ich baller das unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr heute schon weltexklusiv erfahren, was der nächste Titel von, Limited Game News, von Strictly Limited Games ist. Ne? Da freue ich mich riesig drauf. Und wie gesagt, da gibt es vielleicht nochmal einen Bezug zu NES Kommando. Und da komme ich auch später nochmal zu. Am Sonntagabend, ja, da könnte es sein, da möchte ich aber noch nicht zu viel zu verraten, weil uns noch ein paar Informationen fehlen, ja, und ich verspreche auch gar nichts, aber es könnte sein, dass Sonntagabend nochmal ein Livestream ist mit einem verdammt geilen Game. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Aber da warte ich noch auf eine E-Mail ja, mit quasi Bestätigung, dass wir das machen können. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird. Ne? Wenn, dann werdet ihr es natürlich erfahren auf all unseren Social Media Kanälen, ne? Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ne? Vielleicht sogar in einem kleinen Vlog-Video mal gucken. Ne? Müssen wir gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen. Aber ja, schauen wir mal. Und es eskaliert total, ne? Mit Livestreams ist richtig viel momentan bei uns auf dem Kanal. Ne? Erst letzte Woche 3 Livestreams mit Marcel zusammen. Heute Dead Cells, am Sonntag vielleicht nochmal ein. Und ich hoffe, der Raketenjansel, der guckt gerade zu, ne? Der wird auch verpflichtet, ne? Für einen Livestream, je nachdem, wie viel Uhr er Montag ankommt. Ich weiß es leider noch nicht. Wenn das zeitlich passt, ja, dann gibt es Montag einen Livestream, wo wir das neue Game von Strictly Limited zusammen streamen. Und zwar der Jansel und ich, ne? Weil der kommt ja zu mir nach Hause. Da fällt mir gerade ein, dass wir da technisch auch noch was zu regeln haben. Da muss ich nochmal mit Marcello schnacken, wie wir das denn wohl hinkriegen könnten. Aber ja, ich sag mal so, richtet euch da schon mal drauf ein, dass der Raketenjansel und ich sehr wahrscheinlich Montagabend auch nochmal streamen, und zwar das neue Game von Strictly Limited, ne? Und zwar nebeneinander, physisch, ne? Der Raketenjansel kommt nämlich Montag bei mir vorbei, weil wir zusammen auf die Gamescom fahren, ne? Zur Gamescom, und da sind wir auch schon, ja, beim nächsten Thema, ne? Nämlich Gamescom, wo ich ja am Dienstag zusammen mit dem Raketenjansel und dem Dennis von der Game Mansion, ne, hinfahre. Und da werden wir uns einen richtig geilen Tag machen. Ich habe ein paar Termine für den Dienstag, die ich, ja, wahrnehmen werde. Ich denke mal teilweise mit den Jungs zusammen, wie die Bock haben, müssen wir mal gucken. Und zwar, ja, haben wir uns erstmal zur Mittagspause verabredet mit Strictly Limited Games. Irgendwo, ja, schön Currywurst essen, ne? Ein bisschen schnacken und so. Mal gucken, was wir da in Zukunft zusammen noch machen können. Und ich mag die Jungs total, ne?
Wir haben die ja letztes Jahr erstmalig auf der Gamescom kennengelernt und die Chemie hat sofort gestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie Leute das erste Mal kennenlernt. Ne? Manchmal ist das ja alles so ein bisschen so, ja, so ein bisschen verhalten vielleicht, ne? Aber das war bei uns allen fünf, sage ich jetzt mal. Ne? Also die beiden Jungs von Strictly Limited, Raketenjansel, Marcel und bei mir, war das ganz anders, ne? Es war sofort total herzlich und als wenn man sich jahrelang kennen würde und das war richtig cool und deswegen freue ich mich sehr darauf, die Jungs wieder zu treffen, ne? Physisch sozusagen, ja, es wird physisch, Jungs, ja, bereitet euch drauf vor und ja, mal gucken, ne? Also ich glaube, dass die Jungs auch einige neue News in petto haben, wenn sie da auf der Gamescom rumlaufen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es wurde schon mal was angeteasert, ne? Und da werden wir nächste Woche mehr erfahren. Und dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir einfach mal. Dann, ja, was habe ich noch für Termine? Dot.emu, ne? Direkt nach der Mittagspause sozusagen, habe ich einen Termin ergattern können bei Dot.emu. Was ja auch zusammenhängt mit The Arcade Crew. Ne? Das ist ein neuer Publisher, der auf den Markt kommt mit, ich sag jetzt mal ganz einfach, mit Releases. Ne? Da ist noch nicht klar, ob die irgendwie so streng limitiert sind auf 1000 Stück, 2000 Stück, 3000 Stück oder wie viel die denn produzieren. Ist absolut noch unklar. Aber die haben zwei richtig geile Games dabei und die kann man auch anzocken auf der Gamescom. Und da freue ich mich schon lange drauf. Und zwar ist es Blazing Chrome und Young Souls, ne? Das sind zwei Games. Also das Young Souls ist, glaube ich, erst seit letzter Woche angekündigt worden. Und beides sind Games, die wirklich richtig verdammt geil aussehen. Und da freue ich mich drauf. Die möchte ich auf jeden Fall anzocken. Und ich hoffe auch, Cyril Imbert treffen zu können und mit dem ein bisschen reden zu können. Dem möchte ich nämlich, ja, mein Konzept Limited Game News ein bisschen näher bringen. Und ja, dann auch mal gucken, wie wir da irgendwie in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten können. Erstmal sage ich jetzt mal mit Limited Game News, weil das sinnvoller ist für diese Firma. Ne? Aber vielleicht gibt es da auch Kollaborationsmöglichkeiten mit NES-Kommando. Ne? Ich muss das immer so ein bisschen trennen, aber ich versuche das Ganze immer irgendwie ja, zu kombinieren, ne? Damit wir alle was davon haben. Ne? Mit wir alle meine ich natürlich den Marcel und mich und euch, ne? Und ihr kriegt das ja auch schon mit. Also viele der Giveaways hier, also der Verlosungen mit den physischen Games in der letzten Zeit, die sind eigentlich entstanden über Kontakte von Limited Game News, wo ich dann sage, ey, übrigens, ne, wir haben auch noch einen YouTube-Kanal und da können wir mal was streamen und mal was verlosen. Habt ihr da Bock drauf? Ne? Und die meisten sagen dann halt ja. Was heißt die meisten? Die meisten antworten erstmal gar nicht. Aber die dann antworten, die sind halt meistens interessiert und haben da Bock drauf. Ja, und da sind wir auch schon bei Game Fairy. Ne? Mit denen hatten wir letzte Woche Donnerstag die Verlosung von Runbow. Und mit denen treffe ich mich am Dienstag um 17 Uhr. Und der hat sich eine Stunde reserviert für mich. Ne? Also das ist wirklich, da fühle ich mich wirklich geehrt. Ne? Tim von Game Fairy, wenn du das gerade zufälligerweise sehen solltest, vielen Dank schon mal an dich. Ich freue mich riesig auf Dienstag, dass wir uns da treffen können. Wir haben gestern telefoniert. Das war auch ein sehr cooles Gespräch. Das hat auch ja, mir einiges erklärt, wie denn Game Fairy so funktioniert und wie das Ganze mit Head Up Games so zusammenhängt. Das war sehr interessant. Und ja, da freue ich mich auch auf weitere Kollaborationen. Wir haben gestern schon erste Ideen ausgetauscht, was wir da machen könnten. Und das müssen wir jetzt ausarbeiten. Und das werden wir nächste Woche Dienstag auf der Gamescom wahrscheinlich machen. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. So, dann bin ich schon fast am Ende. Und ich hoffe, dass ihr das bis hierhin schon geil fandet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die News so fandet bisher. Aber es geht, wie gesagt, es geht noch ein bisschen weiter. Morgen gibt es von Limited Run Games, gibt es West of Loathing für Nintendo Switch. Und zwar startet dafür die Standard Edition die Pre-Order-Phase ganz einfach. Ne? Die geht, glaube ich, weiß ich gar nicht, 2 Wochen oder 4 Wochen. Ne? Also da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr die Standard Edition wollt, da irgendwas zu verpennen morgen. Das könnt ihr dann ganz smooth irgendwann später bestellen. Ne?
Wenn ihr aber die Collectors Edition haben wollt, die ist limitiert auf 2000 Stück und die wird morgen halt verkauft, ja, ne, wie immer, 16 Uhr Batch 1 und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag 0 Uhr Batch 2. Und wenn ihr das haben wollt, ja, dann müsst ihr leider auf Zack sein. Ne? Dann müsst ihr da auf jeden Fall parat stehen, weil ich glaube, dass diese Collectors Edition innerhalb von Minuten weg sein wird. Ne? Und ich habe auch die Zahlen bekommen von Doug, von Limited Run Games. Die Verkaufszahlen von diesen Pre-Order-Games, die sie rausgebracht haben. Ne? Und die sind richtig krass. Also die Switch-Sammler, die scheinen Limited Run Games noch richtig krass zu supporten. Und dementsprechend sind die 2000 morgen auf jeden Fall zu wenig. Und das wird instant weg sein. Ne? Deswegen, ja, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, sage ich jetzt nochmal, seid auf Zack, wenn ihr es haben wollt. Seid pünktlich da. Und ja, bevor ich jetzt gehe, eine Frage an euch. Was ist nächste Woche los mit der Gamescom? Wer von euch geht hin? An welchen Tagen? Was macht ihr so? Was sind eure Erwartungshaltungen? Wen wollt ihr treffen? Und so weiter und so fort. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Da bin ich sehr interessiert dran zu erfahren. Oder könnt ihr nicht? Oder wollt ihr nicht? Sagt ihr, Gamescom ist scheiße. Was soll der Rotz? Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, bin ich wirklich sehr interessiert an all euren Meinungen rund um das Thema Gamescom. Ich werde da sein, ne, habe ich schon gesagt, am Dienstag zusammen mit dem Raketenjansel und dem Dennis von der Game Mansion. Und am Mittwoch bin ich auch nochmal da. Ich habe bisher einen einzigen Termin für Donnerstagnachmittag. Und na, dafür werde ich wahrscheinlich nicht hinfahren. Also das lohnt sich nicht. Den Termin werde ich wahrscheinlich canceln, den werde ich wahrscheinlich absagen. Und ja, das soweit von mir. Ein ja, rund 17 Minuten Vlog, das habe ich auch erwartet, aber jetzt will ich es nicht unnötig in die Länge ziehen. Dementsprechend bin ich raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal und tschaußen!